Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme, das 3-Fragezeichen-Orakel. Die erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir an bei dieser Legung. Auf diesem Bild sehen wir die Münzen und das zeigt die Finanzen, indirekt seine berufliche Situation und das kann sein, dass er versucht, etwas festzuhalten, was eigentlich nicht gut für ihn ist. Kann natürlich auch bedeuten, diese Karte, dass es gibt eine Frau im Hintergrund und diese Frau versucht, ihn festzuhalten wegen der Finanzen. Hier bei diesem Bild handelt es sich nicht nur um Geld, sondern auch um die inneren Werte. Und das sollte er entdecken. Und das ist nicht das, was er in Hand hat, was er auch versucht festzuhalten, sondern es ist in diesem Schatztruhe. Und das Schlüssel ist auch sichtbar, liegt an ihrem Schoß. Und die Karten haben eine symbolische Bedeutung. Und das heißt, eigentlich, er könnte diese Schlüssel in Hand nehmen, er könnte handeln, er könnte diese Schatztruhe auch öffnen. Und da sind die wirklich wahren Werte. Und das kann seine Berufung sein oder eure Beziehung sein. Und das ist gerade seine Aufgabe, das zu entdecken. Und jetzt schauen wir an seinen Gefühlen. Diese Karte zeigt die Ungewissheit. Er hat tolle Ideen, er möchte das auch verwirklichen. Er ist in dieser Leichtigkeit, aber er weiß nicht, wie soll er das in Tat umsetzen. Was kommt dann, wenn er handelt? Hat er immer noch den festen Boden unter den Füßen oder stürzt in die Tiefe? Er kann das nicht wissen, er kann das nicht einschätzen. Außerdem, wenn tatsächlich eine Dame im Hintergrund ist und diese Dame versucht, von ihm Geld zu bekommen, dann ist das auch alles ungewiss. Wenn er Nein sagt, kann er Schwierigkeiten bekommen und wenn er zahlt, dann ist er dieser Hofnarr. Und die dritte Frage ist, was vermittelt er? Das schauen wir jetzt auch an. Auf diesem Bild sehen wir die hohe Priesterin und symbolisiert die Spiritualität. Das kann natürlich sein, dass dein Gebiet ist und er lobt dich, bewundert dich dafür. Was diese hohe Priesterin noch hütet, das ist das Buch, die Akasha-Chronik, wo die Schicksalswege beschrieben sind. Und er ist überzeugt davon, dass eure Begegnung ist in diesem Buch beschrieben und wird alles von oben gelenkt. Das würde auch bedeuten, ihr beide habt eine seelische Verbindung, vielleicht sogar eine Art telepathische Verbindung. Und die nächste Karte zeigt die Tagesenergie. Diese Karte symbolisiert Kraft und Stärke. Das kann bedeuten, dass der spirituelle Bereich gibt dir Kraft, weil das ist deine Stärke. Was dieser Bär noch bedeutet, du gibst ihm Kraft und er gibt dir aber auch die Kraft. Ihr sollt euch zusammenhalten. Und das war die 3-Fragezeichen-Orakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.